Habi Deri, servus, grüß euch. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal, also auch Lost Place. Hier im Hintergrund seht ihr diesen Kran. Der war bei meinem letzten Lost Place mit dabei. Diesem Kran habe ich ein Video alleine gewidmet. Einfach mal den Kran zum zeigen, auf den Kran raufzusteigen, was da oben alles ist. Wenn ihr sehen wollt, was in dem Kran ist, dranbleiben. Ich werde jetzt einfach meinen Rucksack hier unten stehen lassen und dann mit der Kamera Stativ ein bisschen einfahren und mal schauen, wie das geht, dass ich mit euch da jetzt hochkomme, ohne dass ich mir die Knochen breche und auch die Kamera beschädige. Mal gucken. So, erste Etage wären wir schon mal. Hier ist es nicht mehr ganz so schwer, hier ist ein schönes Geländer. Ihr seht mich gar nicht, weil es hier so dunkel ist, da hätte ich die Lampe mitnehmen sollen. Macht ein ganz schön Lärm, das Ding. Ich muss hier ein bisschen leiser gehen, weil der Boden so klein ist. Und das durch den Kran. Boah, da sieht man da oben das Riesenzahnrad. Damit sich der Kran drehen kann. Hier ist sogar nur auf die Taschen. Ich weiß es nicht, was das Ding hier für eine Funktion hat, wenn man hier steht und sich der Kran dreht, kriegt mir das Teil gegen den Kopf und fällt um. Völlig Banane. So, meine lieben Zuschauer, wenn Sie den Boden ganz nah entgegenkommen seht, ist mir die Kamera runtergefallen. Hier ist doch noch eine Treppe. Es ist ziemlich eng hier. Hier ist noch eine Leiter. Zahnrad ist und da versuche ich jetzt mal hochzukommen. Natürlich nehme ich euch mit. Weil da oben ist ja, glaube ich, auch ja, geil, hier ist der Ausleger von dem Kran. Das Riesenseil. Und hier ist quasi die Kabine von dem Fahrer. Hier sind die ganzen einzelnen Knöpfe. Hier ist sogar die Gewichtsangabe, Ausladung, wie viel Meter, Tragfähigkeit, wie viele Tonnen. Wenn er auf 20 Meter ausgeladen ist, kann er noch 6,3 Tonnen heben. Wenn er ganz oben steht, also nur 12 Meter hat, 10 Tonnen. Und hier ist wieder dieser riesen Schaltschrank und hier sind Wespen drin. Mit Heizung. Oh, Alter. Das ist keine Wespe, das ist ein Hummelnest.
wollen wir mal in Frieden lassen, die Viech. So, hier sind die Riesenseile. Das eine ist für die. Das hier ist für die Neigung des Armes. Das ist diese Ausladung, 12 Meter und 20 Meter, wie wir gesehen haben. Und das ist dann das Seil, was das Gewicht dann hochhebt. 10 Tonnen oder 6 Tonnen. Die Aussicht hier ist auch cool irgendwie. Das ist doch ein klasse Arbeitsplatz. Das sieht man über das ganze Gewerbegebiet. Gut, dann versuche ich hier wieder lebend runterzukommen. Nicht nur lebend, sondern auch in einem Stück mit meiner Kamera. Ja. Wow. Hier steht, Vorsicht, steht unter Spannung. Das ist, jedes einzelne Kabel geht an die Spule dran. Und damit der Kran immer Strom hat, auch wenn er sich dreht, ist das quasi der Stromverteiler. Ein Kabel würde ja irgendwann mal sich abdrehen. So, die Leiter ist ja noch relativ easy. Aber die hier. Festhalten, nicht runterfallen und die Kamera nicht fallen lassen. Aber ihr seid live dabei. Ist vielleicht nicht unbedingt live, aber ihr könnt zumindest sicher davon ausgehen, wenn ihr das jetzt seht, habe ich es geschafft. Ah, ich höre schon. Ja, ist doch cool. Da oben war ich. Ah, da ist Eichhörnchen. Also nochmal, da oben war ich. Ha, da ist der Stromkasten, da ist das Betongewicht. Und hier habe ich gerade eine TÜV-Plakette gesehen, wann der Kran das letzte Mal TÜV hatte. Nächste Prüfung steht auf dem Kopf. 2013. Also wenn der Kran die letzte Prüfung 2013 hat, ist davon auszugehen, dass das Gewerk 2013 verlassen worden ist und seitdem leer steht. Das sind 6 Jahre. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ein kleines, aber feines Video von meinem interessanten Kran hier. War mir echt im Magen gelegen, dass ich da letztes Mal nicht hochgegangen bin. Jetzt war ich oben. Und mein Rat an euch alle, lasst diesen Scheiß, krabbelt ja nicht auf so Kräne hoch, lasst es einfach, ist viel zu gefährlich. Schaut euch lieber das Video an, dann wisst ihr, was auf dem Kran oben ist. Ich würde auf keinen Fall jemanden raten, dass er da alleine hochgeht oder überhaupt hochgeht, auch nicht mit jemandem zusammen. Also Finger weg. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es nicht schon gemacht habt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.